Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Julia, eure Ex-Grundschullehrerin. Und ich wollte mich erstmal bedanken für eure tollen Kommentare immer. Ich freue mich total. Und wenn ihr Inspirationen oder Ideen habt, wo ihr denkt, ja, darüber könntest du mal ein Video machen, könnt ihr gerne reinschreiben. Also, genau, heute zu einem für mich wichtigen Thema. Und ich habe mich lange ein bisschen rumgedrückt, aber heute einfach mein Appell an alle Lehrer: Hört auf, Decken zu kaufen und steht endlich auf. Und ich meine jetzt nicht die Lehrer, die empfinden, dass das alles total okay so ist, denn ich denke, die kann ich im Moment sowieso nicht abholen. Aber ich richte mich an die, die nicht genau wissen, was sie jetzt denken sollen, was jetzt los ist. Und also ich für mich sage das jetzt einfach mal so: In dieser Pandemie, die eigentlich gar keine wäre, wenn die Regularien nicht so runtergesetzt worden wären für Pandemien während der Schweinegrippenepidemie. Und ja, die Opfer bisher sind überschaubar und gleichen den einer Grippe, einer normalen saisonalen Grippe. Und jetzt haben wir ja einen großen Anstieg, wie von Zauberhand, der Zahlen. Und das, obwohl wir überall Schutz tragen, wo wir uns überall vor unseren Mitmenschen schützen. Und ja, das ist jetzt erstmal das eine, was den gesunden Menschenverstand ein bisschen triggern sollte. Ja? Warum, wenn wir alles doch richtig machen, kommt es jetzt auf einmal zu einem Anstieg? Könnte vielleicht mit den vielen Tests zusammenhängen. Wer sucht, der findet. Das ist immer so. Es gab auch mal eine Studie, wo, ich glaube in New York war das, Leute obduziert worden sind, die durch einen gewaltsamen oder unnatürlichen Tod ihr Leben verloren haben. Und da wurde herausgefunden, dass ganz viele von denen zum Beispiel gerade Krebs hatten oder irgendwelche anderen gefährlichen Sachen und nichts davon wussten, ja, so, also wie gesagt, und hätte man die irgendwie gerade in die Röhre geschoben oder sonst irgendwas gemacht, was man ja heute gerne schnell macht, ja, dann hätte man auch was gefunden, aber bis dahin haben die Leute gut gelebt. Und es gab ja jetzt auch in Österreich so eine kleine Enklave, wo sich die Leute aufgeregt haben und gesagt haben, hier ist keiner krank, wir testen nicht. Gut. Egal wie, also zumindest habe ich im letzten halben Jahr keinen Leichenwagen mehr gesehen. Und wenn es so schlimm wäre, dann würde ich mehr davon sehen. Und irgendwann dürfen wir auch, zumindest, wir müssen ja nicht zur Normalität gleich zurückkehren, das scheinen ja viele Leute gar nicht zu wollen. Aber wir können zumindest mal drüber nachdenken, ob es denn irgendwann mal an der Zeit wäre, wieder zur Normalität zurückzukehren. Und auch trotz aller Angst, trotz aller Vernunft, trotz allen Hinweisen und Regeln und Gesetzen, einfach mal schauen, was machen wir gerade, was tun wir gerade, was sind die Regeln, wie wirken die sich aus als Lehrer. Ja, das Video richtet sich ja heute an Lehrer. Wie geht es damit unseren Kindern? Und zwar nicht nur der Masse, sondern wie geht es damit allen Kindern? Habe ich vielleicht ein Kind in der Klasse, was befreit ist vom Schutz? Wie gehe ich mit dem um? Und wie gehe ich mit seinen Eltern um? Wie geht die Schulleitung mit den Eltern um? Und sich einfach zu fragen, was mache ich hier? Weil ich sage euch ganz ehrlich, ihr wisst ja alle, dass es eine Remonstrationspflicht gibt. Das heißt, wenn irgendwas nicht richtig läuft, habt ihr die Verpflichtung, das anzuzeigen und eurem Gewissen zu folgen. Davon abgesehen, am Ende, irgendwann, am Ende eures Lebens,
werdet ihr ja nur noch alleine irgendwo liegen, wenn ihr Glück habt, im Kreise eurer Lieben und nachdenken. Und ich will euch nur heute sagen, dann ist der Schulleiter nicht mehr da. Dann ist der Kredit abbezahlt. Dann ist das Schulamt nicht mehr da. Dann ist der Kultusminister nicht mehr da. Dann ist die Bundeskanzlerin nicht mehr da. Dann ist keiner mehr da. Dann seid nur noch ihr da. Eure Familie, eure Kinder. Und dann müsst ihr vor euch gerade stehen. Dann müsst ihr in den Spiegel sehen können. Und das ist die Tiefe, mit der wir jetzt darüber nachdenken sollten, was wir machen. Und ob das gut ist. Und ob das angemessen ist, ja? Und, also ich meine, wir haben jetzt diese Frage. Wir haben dann in Deutschland noch unsere Schulpflicht, die sowieso seit Jahrzehnten eine Frechheit ist, von jedem Land, die eine hat. Und wir haben ja eine der strengsten. Dazu nochmal in einem anderen Video mehr. Aber ich habe dazu ja auch schon Videos gemacht, was ich davon halte, von dieser Pflicht. Und ihr seid verantwortlich dafür, was ihr toleriert, was ihr vielleicht sogar durchsetzt, wie ihr mit den Kindern umgeht, mit dem Wertvollsten, was wir haben. Und jetzt geht es noch weiter. Lüften ist angesagt. Was dann im Herbst, Winter manchmal zu Raumtemperaturen von auf jeden Fall unter 20 Grad und weniger führt. Und ihr wisst alle, das ist im Schlafzimmer okay, wenn man eine dicke Decke hat. Aber das ist nicht okay, wenn man lernen möchte. Und ich habe tolle Posts gesehen von bestimmt lieben Kollegen, die den Kofferraum voller Decken hatten. Ich habe das auch geteilt und drunter geschrieben, Unterrichtsvorbereitung neu. Aber, also ich verstehe auch dieses Denken und ich wäre vielleicht sogar auch mit dabei gewesen, ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht mehr sagen, weil ich ja jetzt nicht mehr dabei bin. Aber irgendwann muss doch mal hier oben so was angehen. Ja, wir zwingen Kinder in eine Schule durch unsere Schulpflicht, nicht Maske, sodass sie ihre ausgeatmete Luft zum Teil wieder einatmen. Wir zwingen unsere Kinder in die Schule, obwohl dauernd gelüftet wird. Und ich war eine mega Frostbeule und bei mir war immer die Heizung total warm und die Fenster waren immer zu. Ich habe vielleicht mal in der Pause gelüftet. Also ich hätte das auch gar nicht irgendwie ausgehalten, dauernd zu lüften. Und man bewegt sich ja auch nicht viel, ja. Also wir haben natürlich mal Bewegungspausen gemacht mit den Kindern, aber gerade am Gymnasium, da wird ja vielfach nur noch gesessen und geschrieben und sich nicht mehr bewegt. Und das ist dann einfach zu kalt. Ja? Das gibt ja auch Arbeitsschutz und das wäre nicht zulässig. Aber für die Kinder ist ja okay. Ne? Wir denken auch nicht nach. Wir kaufen dann Decken im Angebot, freuen uns, wenn die Kinder dann da... Also, sorry, aber wirklich wie in der Nachkriegszeit mit den Decken da sitzen und lernen. Und dann ist natürlich noch wichtig, die sozialen Kontakte in der Schule, ne? Obwohl man nicht mehr singen kann, obwohl man nicht mehr spielen soll, nicht mehr knuddeln soll in der Grundschule, keine Ahnung, was wir da auch alles gemacht haben früher, ich weiß es nicht, aber das ist jetzt alles verboten und trotzdem ist es ja immer noch wichtig, für die soziale Entwicklung der Kinder in die Schule zu gehen, sich mit Decke hinzusetzen, ihre ausgeatmete Luft wieder einzuatmen teilweise. Und das ist alles noch okay für euch, ja? Ich weiß es nicht. Also für mich wäre es nicht mehr okay. Und wie gesagt, ganz am Ende steht ihr vor euch selber gerade. Und dann ist alles, was jetzt wichtig scheint, nicht mehr so wichtig. Und keiner von den Befehlsgebern ist mehr da. Dann bleibt nur noch ihr da und eure Verantwortung.
Und ja, ich meine, ich verstehe, wenn jetzt jemand sagt, ich mag nicht gleich kündigen, ich möchte für die Kinder da sein, ich möchte weiter in dem Beruf arbeiten, ich liebe meinen Beruf. Absolut in Ordnung. Aber denkt trotzdem drüber nach, was ihr tut. Und unterstützt Eltern und unterstützt Kinder, die da nicht so mitspielen wie alle anderen. Weil auch die gehören in eine Demokratie. Und auch die haben euren Enthusiasmus, eure Zeit und eure Aufmerksamkeit verdient. Ja, also es gab mal Mentoren von der Kollegin damals, der hat gesagt, wir werden bezahlt für die Kinder, die es nicht gut können und nicht für die, die so mitlaufen. Und ich finde, dieses Leute platt machen, was jetzt so an der Tagesordnung ist, dieses Leute unter Druck setzen, ihr Kind muss in die Schule kommen und auch mit Schutz und ist das noch Demokratie? Also ich finde nicht, aber gut. Es gibt eine so eine Studie, Umfrage, viele Ideen, viele Eltern haben viele gute Ideen, zum Beispiel sich mal einen Pulsoximeter anzuschaffen. Ich habe mir vor längerer Zeit selber einen angeschafft, weil meine Heilpraktikerin hatte einen und ich fand die Idee total cool. Und was da zum Beispiel, also zum Teil für Werte gemessen wurden, hatte ich nie so tief. Ja? Werdet mal kreativ, überprüft, was euch gesagt wird. Und nehmt vielleicht an der Studie teil, ich verlinke sie in der Videobeschreibung. Und checkt die Kinder mal, ob es denen wirklich so gut geht, ob das wirklich alles so harmlos ist. Ich meine, vielleicht ist es das am Ende. Ich weiß es nicht, ich habe kein Labor. Aber falls es das nicht ist, irgendwann steht ihr vielleicht mal am Pranger für das, was ihr gemacht habt. Kann man heute noch nicht wissen. Also in diesem Sinne wünsche ich mir wirklich, und ich weiß, es sind so viele tolle Kollegen draußen. Und ich weiß, viele meinen es gut. Und ich weiß auch, dass die, die minutiös alle Maßnahmen befolgen, es gut meinen. Aber die Frage, ich habe auch schon mal ein Video gehabt, das hieß, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und manchmal ist das leider der Fall. Und nehmt euch doch einfach mal 5 stille Minuten, wenn ihr jetzt mittendrin seid, im Tun, im Machen. Und lasst es nochmal durch die 7 Siebe der Wahrheit laufen. Und entscheidet für euch. Und wenn es für euch okay ist, okay. Und wenn ihr merkt, oh, da sind Zweifel, die in mir aufkommen langsam, dann tut was. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video und abonniert den Kanal. Und bis bald. Ciao.